Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 3 auf Stufe 4 zu kommen, müssen wir 20 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, einen im Nahkampf töten und zwei Gegner in weniger als 3 Sekunden töten. Da hinten höre ich Rumgeballere. Das wäre doch, wenn das nicht allzu weit weg ist. Ich sehe halt nichts. Ich glaube, das ist zu weit weg. Ja, das ist mir zu weit weg. Ansonsten hätte ich gesagt, ja komm, gehen wir gerade dahin. Das wäre gerade ein gutes Nahkampfziel. Und was ich in der letzten Folge noch sagen wollte, den tollen Sportwagen, den wir als Delta Company Mitglieder bekommen haben, mit dem Farbwechsellack und dem Delta Company Logo obendrauf. Ich kann das Ding halt nicht nutzen, weil ich ja die Fahrzeuglieferung, also die Werkstatt am Biwak, deaktiviert habe und deshalb mir an Biwaks keine Fahrzeuge spawnen kann. Das heißt, der einzige Ort, an dem ich Fahrzeuge spawnen kann, ist in Erewhon. Und Erewhon liegt halt so abseits, dass wenn ich da mit dem Sportwagen dann, bis ich da zur richtigen Straße komme, ist das halt komplett zerbeult, als halt alles Offroad ist. So, dann schauen wir doch hier mal. Hier wird doch 20 Gegner geben und bestimmt auch einen, den wir im Nahkampf kriegen können. Oh, was? Hä? Ist das ein Rebell? Moment. Huch, ich habe das Widerstandsevent noch an. Ja, das muss ich mal gerade eben ausmachen. Ich habe mit diesem Safe Slot, es gibt ja nur 3, habe ich das Tutorial aufgenommen, das Breakpoint für Wildlands Spieler Tutorial. Und deswegen war da jetzt noch das Widerstandsevent an. So, jetzt ist es aber aus. Passiert. Gut, ich hätte es auch anlassen können. Das hätte ja nichts gemacht. Aber das erklärt zumindest, warum da so viel Ballerei immer in der Walachei ist. So, dann schauen wir doch mal hier. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Neue Gäste bei der Party. Ich hoffe, die haben. Ich hoffe, sie bringen Salat oder sowas mit. Oder Chips. Oder Getränke oder irgendwas. Erstes Mucksmäuschen stellen. Keine Aktivität hier. Wir das brauchen noch einen Scharfschützen. Ich kann nicht so weit sehen. Und einer reicht nicht. Hey! Hey! Da war was. Die reden immer ganz normal. Und bis sie was hören. Und dann werden sie plötzlich heiser. Hey! 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 Ich kann es gar nicht richtig nachmachen. So. Vielleicht sollte ich mich. Oh oh. Kein Kontakt bisher. Trotzdem. Ich such weiter. Hallo du. Zählt das als? Nee. Das war wohl länger als 2 Sekunden. Aber gut. So, wir haben da vorne einen Geschützturm. Das ist nicht so cool. Guck mal, da kriegen wir den. Oh, ich hab daneben geschossen. Mann. Das hat aber gezählt. Der hatte wohl Infos, deswegen war der noch nicht tot. Habe ich nur gemerkt, weil der Todeszähler, der Kill-Counter nicht hochgegangen ist. So, gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch 16 Gegner zu töten und dann... Hallo du. Noch 15 Gegner. Ich muss sagen, der Sanitäter macht mir bis jetzt relativ viel Spaß. Wobei das natürlich auch. Warte mal, ich hab da. Alter! Okay! Ah, nein, 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 nein! Hey, ich hab dich deaktiviert, hör auf zu schießen. Wobei das natürlich auch zum Teil daran liegt, dass ich hier eine Waffe benutze, die ich sonst nicht benutze. An alle. Zählt das als Töten? Ah nein, ist ja mit Feuerwaffe. Ach, gut. Bitte letzte Anfrage wiederholen. So. Schauen wir doch mal. Keine Kiste hier. Schade. Der ist weg. So.
Da hinten. Ich habe mir übrigens noch bei Maria in Erevan ein erweitertes Magazin für die MP gekauft. Aber das geht nicht auf die Vector. Das geht nicht drauf. Also zumindest nicht hier auf die Shorty Vector. Ich kann nur ein kleineres Magazin drauf machen, aber kein größeres. Oh, Mörser! Fall um. Jawohl, noch 9. Noch 9 Gegner. Da hinten haben wir irgendwo einen Scharfschützen. Den sehe ich von hier aus allerdings nicht. Da. Oh, Magazin leer. Okay, der geht nicht zu mir. Nicht den Mörder von mir aus? Ich glaube nicht, ne? Wurde ich gerade getroffen? Tatsächlich. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Hab nur mitgekriegt, dass ich aus dem Ziel rausgegangen bin. Aber wie viele Gegner brauchen wir noch? 9. Gut, so. 8. Hoppala. 7. Au, au, au. Von wo schießt der denn? Ah, von da drüben. Ich seh dich jetzt, mein Freund. Ich seh dich. Zaun ist keine gute Deckung. Noch 6 Gegner. Ist da hinten noch einer? Da. Ah, Magazin leer. Das geht mit der Vector echt verdammt schnell. Ich meine, die hat eine Feuerrate von... ja, 1200. Eine Kadenz von 1200. Da. Ne, da ist ein Busch. So, komm, wir brauchen noch 6 Gegner und dann haben wir's. Scharfschütze hat uns im Visier. Wo? Welcher? Wo? Da oben sind ja keine, ne? Das heißt, der da hinten lebt immer noch. Ich sehe ihn aber halt nicht. Da, hallo! Ach Gott. Ich komme mit der Reichweite nicht klar. Und da hinten ist auch gleich der nächste. Aber ich warte erstmal auf den hier. So. Noch 5. Ich hoffe, das Magazin ist gleich wieder leer. Ich lade schon mal präventiv nach. Ich hoffe, dass die Munition nicht leer ist. Bald, was weiß ich, hier raus. Komm, machen wir das nah und persönlich. Habe ich übrigens auch eben noch ausgerüstet. Wegen dem erhöhten Nachladetempo und der erhöhten Laufgeschwindigkeit. Oh Gott, Treppenhäuser, ne? So. Jo, konzentriert euch. Und macht mich kalt. Oder uns. So, noch 4. Greife den Feind an! Hallo! Noch 3. So geil in Deckung gesprungen ist. Ja, komm. Cool. Die Animation sieht eigentlich ganz cool aus. So, noch 2. Einer davon wird der Scharfschütze. So, noch ein Gegner und dann haben wir's. Wo haben wir ihn? Keiner mehr hier, oder wie? Hallo? Ja, genau. Noch dunkler und noch heller geht's nicht. Gut, ich glaube, also die Zivilisten sind wieder aufgestanden. Also gehe ich davon aus, dass es hier keine Gegner mehr gibt.
Warte mal. Oh, eine Kiste. Die feindlichen Drohnen zählen ja auch als Gegner. Zählt der Geschützturm da vorne vielleicht auch als Gegner, obwohl ich ihn deaktiviert habe? Das wäre cool. Probieren wir es einfach aus. Ich stelle mich aber direkt davor, damit es keine Möglichkeit gibt, daneben zu schießen. Beziehungsweise nicht ganz direkt davor, ne? So. Nee, zählt nicht als Gegner. Schade. Na gut. Ich habe so den blöden Verdacht, dass mir bald die Munition ausgehen wird. Da liegt nämlich überall nur Sturmgewehrmunition rum. Ich schnapp mir jetzt den LKW und dann fahren wir einfach mal raus. Gegner gibt's ja keine mehr, leider. Ah. Schade. Genau ein Gegner. Mann, wegen dem Gegner wird die Folge jetzt länger. Komm schon. Ich will hupen. In jedem verdammten Spiel kann man hupen. Außer in Ghost Recon. Da kommt ein Auto. Da ist ein Gegner drin. In dem Auto ist ein Gegner drin. Jawohl, und damit sind wir auf Rang 4. Nice. Bis zur nächsten Folge. Oh, ich habe gar keinen Emote ausgerüstet. Schade. Naja, dann so. Bis zur nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.